Jetzt hat der Motor richtig Dampf. Jetzt wird hier die volle Leistung freigegeben. Und ja, es macht einfach nur Spaß. Bremstest 1, 2, 3, jetzt! Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute habe ich mal wieder ein kleines Fatbike für euch parat. Und zwar das Wacole SG20 Upgraded, also die neue Version. Ja, ein klassisches Fatbike mit 20 Zoll großer Bereifung. 4 Zoll breit, also richtig dicken Schlappen und tiefen Einstieg, also auch bequem zu fahren. Ja, das Bike, das macht auf den ersten Eindruck sehr viel richtig, hat aber auch ein, zwei kleine Mankos, wo ich aber der Meinung bin, dass ich dafür eine Lösung für euch parat habe. Das heißt, auch wenn ihr schon ein anderes Video zu dem SG20 gesehen habt, lohnt sich dieses Video auch für euch, weil ich habe da ein paar kleine Tipps für euch. Da könnt ihr das Bike noch etwas optimieren. Wie immer hat dieses Video Kapitelmarken, so könnt ihr dann zu den für euch am interessantesten Stellen springen. Ja, und das Wacole SG20, das kostet aktuell ca. 1200 Euro. Und wie immer habe ich einen Rabattcode für euch. Schaut einfach in der Videobeschreibung nach, da könnt ihr dann ein paar Euro sparen. Ja, mit den 1200 Euro, da ist das Bike, sage ich mal, im unteren Preissegment angesiedelt. Hat aber ein großes Highlight, mit dem legen wir jetzt los. Mein großes Highlight, jetzt kommt die Feuerwehr. So, gucken, ob die vorbeigeht. Nochmal von vorne. Mein großes Highlight hier ist auf alle Fälle das Display. Das ist hier in der Lenkermitte angebracht. Auch schön groß. Und jetzt schalte ich mal das Bike ein. Da startet dann gleich hier erstmal so eine schicke Animation. Das Display, das ist in Farbe, hochauflösend. Und selbst bei Sonneneinstrahlung kann man das Ganze ziemlich gut ablesen. Wir haben hier oben die Akkustandsanzeige in Prozent. Das finde ich sehr gut. Besser als die klassischen 5, 6 Balken. Das Bike, das hat auch Bluetooth, also ihr könnt das Bike mit eurem Handy koppeln und dann beispielsweise auch von der Handy-App aus ja, das Licht einschalten oder euch die ganzen Fahrdaten anschauen. Ja, auf alle Fälle für dieses Preissegment ein erstklassiges Display, gefällt mir sehr gut. Die Fernbedienung zum Display gefällt mir auch sehr gut, das ist ganz einfach zu verstehen. Klassische Plus-Minus-Tasten für die Unterstützungsstufen, 5 Stück haben wir davon an der Zahl. Und auf der rechten Seite hier oben, da hat man dann noch eine weitere Taste, das ist der Ein- und Ausschalter. Und mit der unteren Taste hier an der Seite, da kann man sich dann weitere Informationen auf dem Display anzeigen lassen. Außerdem ist an der Unterseite des Displays eine USB-Ladebuchse zum Aufladen von eurem Handy dran. Passend dazu ist im Lieferumfang auch ein Handyhalter für den Lenker dabei. Ehrlich gesagt wirkt er aber auf mich relativ günstig. Ob ich da mein iPhone reinstecken möchte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich einfach ehrlich. Außerdem sind hier noch Rückspiegel mit dabei, 2 Stück an der Zahl. Ja, brauche ich auch nicht unbedingt. Was man aber dagegen gut gebrauchen kann, das ist das Netzteil hier. Und schaut mal her, das ist ein 4 Ampere Ladegerät, also nicht 2 Ampere und auch nicht 3 Ampere, wie es die anderen E-Bikes meistens haben, sondern satte 4 Ampere. Deswegen ist hier an der Unterseite auch noch so ein kleiner Lüfter verbaut. Das bedeutet, wenn ihr das Bike dann aufladet mit dem Netzteil, dann am besten nicht im Schlafzimmer. Ja, das sucht so ganz leise vor sich hin. Außerdem haben wir hier noch so ein kleines nettes Täschchen mit dabei. Das hat ja auch solche Riemen, die kann man also auch am Lenker befestigen, die Tasche. Der Inhalt der Tasche ist ziemlich praktisch. Also wir haben hier zum einen eine kleine Luftpumpe dabei. Die wirkt auch einigermaßen hochwertig, sage ich mal. Nicht so wie die billigen Luftpumpen, die sonst so bei E-Bikes dabei sind. Dann haben wir hier noch so ein klassisches kleines Toolset mit den gängigsten Inbusgrößen. Ich denke mal, dieses Toolset hat man schon vielleicht bei dem einen oder anderen E-Bike gesehen. Sicherlich sehr praktisch, kann man einfach immer auf den Touren mitnehmen und dann die Schrauben nachziehen. Sollte mal eine Schraube locker sein. Außerdem haben wir hier auf der rechten Seite etwas, wo ich erstmal gefragt habe, so was ist denn bitte Rheumofond Stirk in Bewegung? Habe ich nicht verstanden. Dann habe ich aber mal reingeschaut, was das Ganze ist. Und was ist es? Ein Reifenreparaturset bzw. ein Schlauchreparaturset. Also wir haben hier 2 Reifenheber, wir haben hier ein paar Flicken. Also sollte mal der Schlauch ein Loch haben, kann man den Schlauch dann mit dem Reparaturset flicken. Und ja, mit der Luftpumpe dauert sicherlich ein paar Momente, bis wir hier wieder die vollen Reifen aufgefüllt haben. Aber ich sag mal so, man kann es ja so aufpumpen, dass man bis zur nächsten Tankstelle kommt und dann einfach ja, mit dem Autoventil an der Tankstelle die Reifen wieder auffüllen. Ja, das klingt doch bis jetzt erstmal alles recht positiv, aber ich hatte doch 2 kleine Mankos erwähnt gehabt am Anfang des Videos und die zeige ich euch, die befinden sich nämlich hier auch am Lenker. Mein erstes kleines Manko, das befindet sich hier. Wir haben hier nämlich noch eine zweite Fernbedienung, die auf mich ehrlich gesagt sehr klobig wirkt. Hier ist noch eine Hupe dran. Ja, ist zwar ganz nett, ersetzt in Deutschland keine Klingel. Dann haben wir hier noch Schieberegler nach links und rechts, also das sind Blinker.
die im Rücklicht im Gepäckträger integriert sind. Und dann hat man hier oben noch so einen Schieberegler für An- und Aus. Damit schaltet man das Licht von dem E-Bike an und aus. Und ganz ehrlich, ich würde dieses Ding hier komplett abschrauben. Dann hat man nämlich keine Hupe mehr, man hat auch keine Blinker mehr, aber darauf kann man verzichten, weil das Licht kann man nämlich auch mit der anderen Fernbedienung hier einschalten. Einfach länger die Plus-Taste drücken, dann schaltet sich das Licht ein. Das Display dunkelt sich dann auch etwas ab. Und ja, ich würde wie gesagt hier diese Bedieneinheit abschrauben. Die ist auch hier mit dem Kabel einfach nur mit so einem Stecker verbunden. Da könnt ihr so einen Blindstopfen reinmachen. Und dann würde ich diese Fernbedienung hier nach links setzen. Und dann wird es hier auf dem Lenker doch viel aufgeräumter aussehen. Mein zweites Manko, das befindet sich hier. Ich stell mal kurz die Unterstützungsstufe weg, weil wenn ich sonst an diesen Drehgriff hier benutzen würde, würde das Bike auch tatsächlich beschleunigen. Und zwar je nach Unterstützungsstufe bis 25 km/h. Das ist in Deutschland natürlich nicht zugelassen. Spaß macht's trotzdem. Ich habe nicht rausgefunden, wie man das Ganze über so eine Tastenkombination mit den Bremsgriffen und so weiter deaktivieren kann. Da gab es auch auf YouTube nichts. Aber was ich an eurer Stelle machen würde, damit ihr komplett safe unterwegs seid, das Ding ist ja hier mit einem Kabel verbunden. Das seht ihr hier. Das geht hier runter. Und dann hat man für jedes Kabel hier so eine Kupplung. Und ich würde auf alle Fälle an eurer Stelle die Kupplung ziehen, damit da keine Verbindung mehr zum Gasgriff da ist. Und wenn man die Kupplung abgemacht hat, das ist hier so ein Hewlett-20-Stecker, nennt er sich, glaube ich. Da kann man sich solche wasserdichten Blindstopfen bei AliExpress bestellen. Bei Amazon habe ich die leider nicht gefunden. Dann macht man hier einfach ja, diesen Blindstopfen drauf, damit da keine Feuchtigkeit hier an das Kabel gelangt. Und ja, dann könnt ihr das hier beispielsweise mit dem Kabelbinder hier irgendwie befestigen, falls ihr das Kabel intakt lassen wollt, oder ihr schneidet einfach das Kabel durch, dann habt ihr den Gasgriff definitiv deaktiviert und seid legal in Deutschland unterwegs. Und wo wir eh gerade am Lenker waren, komplettieren wir diesen auch noch. Wir haben hier schön dicke Griffe, zwar keine Handballenauflage, aber dadurch, dass die Griffe wirklich schön dick sind und auch vom Material her sehr wertig, ja, lasse ich das Ganze durchgehen, gefällt mir. Die Bremsgriffe lassen sich auch sehr gut bedienen, sind schön dick. Wir haben hier auch eine hydraulische Scheibenbremsanlage vorhanden. Das gefällt mir auch ganz gut. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass wir hier Kontaktunterbrecher haben. Das heißt, sobald ihr den Bremshebel betätigt, dann hört auch der Motor sofort auf zu unterstützen. Und außerdem habt ihr eine Bremslichtfunktion. Das heißt, das Rücklicht leuchtet dann rot auf, sobald ihr den Bremshebel betätigt. Und auf der rechten Seite, ganz klassisch für dieses Preissegment, die Shimano SIS Indexschaltung. Ja, die Verarbeitungsqualität, die wirkt auf mich sehr gut. Also wir haben hier zum Beispiel geschliffene Schweißnähte. Die Farbe, die sieht hier auch richtig klasse aus. Die hat hier noch so einen leichten Schimmer in der Sonne. Das gefällt mir gut. Die Kabel, die verschwinden auch hier im Rahmen. Und das sorgt insgesamt für einen sehr cleanen Look hier von dem E-Bike. Und der Akku, der ist hier beispielsweise auch im Unterrohr integriert. Man kann den Akku rausnehmen, man kann den Akku dann zu Hause laden mit dem 4-Ampere-Ladegerät. Man kann den Akku natürlich auch am Rahmen laden, ist also sehr flexibel unterwegs. Der hatte 768 Wattstunden, wir haben hier ein 48-Volt-System, also Power hat das Bike definitiv genug, auch durch den kräftigen Motor. Der hat 65 Newtonmeter Drehmoment, befindet sich hier hinten in der Hinterradnarbe. Zur Schaltung haben wir hier die klassische Shimano Turny Siebengangschaltung. Ja, ganz normale Technik, ganz gewöhnlich. Und für meine Verhältnisse wirkt das Kettenblatt hier diesmal auch ausreichend groß, nicht so wie beim Wacole VT4. Da hatte ich ja bemängelt, dass das Kettenblatt für mich etwas zu klein war. Hier scheint das Ganze zu stimmen. Ja, die Verarbeitungsqualität stimmt. Die Farbe stimmt, also wir haben auch schicke Farbakzente hier mit dem Orange, gefällt mir ebenfalls sehr gut. Also beim Wacole SG20, da ist das meiste also sehr stimmig. Nur eine Sache war gerade nicht ganz so stimmig. Ich hatte gesagt, ihr könnt den Akku auch laden, wenn der am Fahrrad drin ist, aber das stimmt gar nicht. Da ist gar keine Öffnung, das heißt, man kann den Akku nur laden, wenn man ihn herausgenommen hat. Ja. Warum auch immer, keine Ahnung, warum die das so gemacht haben. Jedenfalls ist der ziemlich groß. Die Reichweite würde ich so einschätzen, je nach Unterstützungsstufe 80 bis 90 Kilometer. Weil ich bin der Meinung, mit dem Geschwindigkeitssensor, da lässt man etwas weniger die Waden arbeiten, sondern genießt das Cruisen und da ist die Reichweite dann etwas geringer. Die Reichweite, die hängt aber auch vom Gewicht ab, also von dem Fahrradgewicht selbst, aber auch von eurem Gewicht. Das Bike, das wiegt, so wie es hier steht, 32 Kilogramm. Ich denke mal, das geht in Ordnung, vor allem wenn man hier die Zuladung betrachtet. Ihr dürft das Bike nämlich mit 150 Kilogramm beladen. Ja, und das Ganze könnt ihr mit eurem eigenen Gewicht tun, aber natürlich auch mit Gepäck.
Und schaut mal her, der Gepäckträger, der sieht stabil aus, aber der hat vor allem auch ja, Standardrohre, also nicht allzu dicke Rohre. Da bin ich da in der Hoffnung, dass man hier auch Taschen ranmachen kann, ohne extra große Taschenhaken. Das werden wir dann auf der Probefahrt gemeinsam rausfinden. Und wo wir schon hier hinten sind, da schauen wir uns nochmal das Rücklicht an. Das seht ihr hier, das wird vom Akku vom Fahrrad gespeist, hat einen Reflektor, gefällt mir auch ganz gut. Und was mir auch ganz gut gefällt, das sind die Schutzbleche. Diese sind hier in Fahrradfarbe lackiert, aus Metall. Schön lang und ja, sehen auch sehr wertig aus, sehr stabil. Da wackelt nichts, da klappert nichts. Ich denke mal, sehr solide hier, das war Kohle. SG20. Sehr solide ist auch die Bremsanlage. Wir haben eine hydraulische Scheibenbremsanlage von KTET. Ich glaube, die Bremse, die habe ich schon mal bei einem anderen Bike gesehen. Da hat sie sehr gut funktioniert. Und was ich hier bei dem Bike ganz toll finde, wir haben hier Bremsscheiben mit Durchmesser 180 mm, das Ganze vorne und hinten. Ich denke mal, das ist angemessen bei der Zuladung. Das gefällt mir sehr gut. Ja, eigentlich bräuchte man in Deutschland noch ein zweites Katzenauge. Das müsste man sich dann hier oben noch nachrüsten, wenn man ganz STVO-konform sein möchte. Aber ja, das kostet nur ein paar Euro, kann man machen, wenn man möchte. Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, dann werden wir eh nicht 100% STVO-konform sein, weil wir hier vorne an der Lampe keine K-Nummer haben. Die ist in Deutschland vorgeschrieben, damit das Licht als Licht anerkannt wird. Ich bin der Meinung, da muss man aber auch irgendwo mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben hier eine Beleuchtung. Viele andere Fahrradfahrer sind tagsüber beispielsweise ganz ohne Licht unterwegs. Und ich bin der Meinung, solange der Gegenverkehr nicht geblendet wird, da ist das absolut okay. Und was nützt einem, wenn man eine Lampe hat mit K-Nummer, wenn beispielsweise hier der Winkel nicht passt? Also, wie gesagt, lasst die Kirche im Dorf. Für mich geht das okay. Wo es sicherlich keine Diskussionspunkte gibt, das ist hier bei der Bereifung. Ihr seht es hier ganz groß, 20 Zoll groß, 4 Zoll breit. Schaut mal her, ein richtig dicker Schlappen. Ups, jetzt kippt fast das Fahrrad um. Gerade noch gerettet. Genau, wir haben hier ein dickes Stollenprofil, also wir kommen hier sicherlich gut durchs Gelände durch. Ich habe die Reifen auch jetzt hier nicht voll aufgepumpt, sondern nur auf 1,2 bar. Also mit der Zeit habe ich mich auch schon daran gewöhnt, hier die Fatbike-Bereifung nicht ganz so voll aufzupumpen. Dann hat man noch mal etwas mehr Fahrkomfort und zusätzlichen Fahrkomfort hat man noch durch die Federgabel. Der Federweg, der ist zwar nicht angegeben, ich würde ihn anschätzen auf 5 cm in etwa. Und man kann die Gabel individuell einstellen und auch sperren, ganz üblich in dieser Preisklasse. Der Lenker, der hat hier wirklich eine cruisermäßige Form und der Vorbau, der ist hier zwar nicht einstellbar, das seht ihr hier, das ist ein fester Vorbau, aber was ihr machen könnt, ist, ihr könnt hier vorne die Schrauben lösen und dann den Lenker quasi vom Winkel halt her einstellen und so könnt ihr dann selbst entscheiden, wie weit der Lenker quasi dann von der Entfernung her zum Sattel sein soll. Also das finde ich ganz okay, das ist ganz vernünftig. Und was auch ganz vernünftig ist, ist der Sattel, schaut mal her, das ist hier so eine Art Kunstleder von der Optik her. Ja, ist gut gepolstert. Wir haben hier wieder eine schöne ja, Entlastung in der Mitte. Das gefällt mir ganz gut. Und was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass der Sattel zusätzlich auch noch gefedert ist mit ein paar Federelementen. Und ja, die Sattelstütze hat ein Standardmaß 30,4 mm. Und jetzt schauen wir mal, ob das Bike auch für große Lulatsche wie mich geeignet ist. Also ich bin 1,95 Meter groß und habe selbst für meine Körpergröße lange Beine. Also ich habe ein Innenmaß von 96 cm. Und ja, ich habe jetzt hier den Sattel auf die höchste Position eingestellt und ich würde sagen, das würde sogar fast funktionieren. Für mich müsste der Sattel nur so 1-2 cm weiter nach oben. Deswegen so meine Einschätzung für euch ist, bis 1,92 Meter, da passt das Ganze wunderbar. Solltet ihr größer sein oder noch längere Beine haben als ich beispielsweise, braucht ihr eine etwas längere Sattelstütze. Die kostet 25 Euro bei Amazon, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ist ja ein Standardmaß 30,4 mm. Und der Sattel, der ist wirklich sehr bequem und der Lenker, der ist ziemlich breit. Da bin ich echt gespannt auf die Probefahrt, wie sich das Ganze während der Fahrt anfühlt. Also jetzt geht's los dann mit der Probefahrt. Och, Motor einschalten wäre auch nicht schlecht gewesen. Jetzt ist der Motor an, dafür ist aber der Gasgriff hier deaktiviert. Mit dem darf man ja nicht fahren. Also ihr seht, bei mir funktioniert der nicht mehr. Ich möchte ja komplett legal unterwegs sein. Ja, und wir fangen jetzt erstmal mit der ersten Unterstützungsstufe an. Wir haben hier einen Geschwindigkeitssensor. Und schau mal, wie das Anfahrverhalten ist. Erst dauert so eine Drittel-Kurbelumdrehung, dann geht es vorwärts. Und ja, ich bin hier in der ersten Unterstützungsstufe. Und das Display, das ist wirklich der Oberhammer. Sehr hochauflösend, man kann es sehr gut ablesen. Also von mir bekommt das Daumen, nicht das Daumen, das Display absolut einen Daumen hoch. Gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich das beste Display, das ich bei einem E-Bike bislang gesehen habe.
Und ja, die Unterstützungsstufen, die sind hier so, dass die alle bis 25 km/h gehen. Das finde ich sehr gut. Wir schalten jetzt aber erstmal auf die zweite Unterstützungsstufe rauf, damit wir hier etwas mehr Unterstützung haben. Weil jetzt geht es hier erstmal auf den ersten von zwei Offroad-Tests, nämlich auf dem Sand entlang. Ja, ganz schön staubig heute, aber ja, besser so als Regen. Beim Regen möchte ich natürlich kein Review drehen und auch keine Fahreindrücke. Da sollte es schon trocken sein, so wie heute. Und das Wetter ist tatsächlich perfekt. Wir haben keine einzige Wolke am Himmel. Mal wieder ein Traum. Ich habe den Sommer quasi für mich reserviert. Ja, die zweite Unterstützungsstufe, die reicht hier im Sand absolut aus. Ja, wir haben hier Schutzbleche aus Metall. Die sind einerseits sehr stabil, haben den leichten Nachteil, wenn dann ein Stein gegen das Schutzblech kommt, dann hört man es ganz leicht. Aber bislang hatte ich hier Glück. Mal gucken, wie es dann später auf dem zweiten Offroad-Test aussehen wird, wo wir dann mehr auf Schotter unterwegs sind. Aber ja, typisch Fatbike, geht es hier auf dem Sand sehr gut vorwärts. Und auch der Fahrkomfort ist ziemlich gut. Gefällt mir. So, die Bremse lässt sich gut dosieren. Wir drehen einmal um. Da vorne haben wir nämlich so eine Sandpiste. Da schauen wir mal, ob wir auch hier im Sand anfahren können. So, Pedal wieder auf die 90 Grad Stellung hier unten. Und wir legen jetzt los. Ich bin jetzt in der fünften Unterstützungsstufe. Ja. Oh, diesmal hat der Motor früher eingesetzt. Es hat nicht mal eine Viertel Kurbelumdrehung gebraucht. Und was ich hier mag, ist, dass der Motor am Anfang sehr sanft einsetzt, also nicht mit so einem dicken Punch. Klar, so ein dicker Punch, der macht natürlich Spaß, aber so ist es einfach viel sicherer. Weil wenn ihr dann anfahrt, selbst in der fünften Unterstützungsstufe, dann ist es ein sicheres Fahrgefühl, weil ihr nicht so direkt nach hinten geworfen werdet. Das machen wir jetzt einfach nochmal in der fünften Stufe. Zack, jetzt setzt der Motor ein. Erstmal sanft und jetzt geht es richtig vorwärts. Jetzt hat der Motor richtig Dampf. Jetzt wird hier die volle Leistung freigegeben und wir beschleunigen hier auch recht zügig. 60 Newtonmeter hat das Bike. Es siedelt sich also von der Leistung her zwischen dem Engwe L20, das 50 Newtonmeter hat, und dem Cyrusher Rumble mit 65 Newtonmetern. Ja, da bin ich gespannt, was dann der Bergtest später sagen wird. Aber alles der Reihe nach. Erstmal geht es jetzt hier wieder auf dem Asphalt weiter. Und da möchte ich noch ein bisschen was zum Motor erzählen. Man hört den Motor so gut wie gar nicht. Also keine Ahnung, was das für ein Motor ist. Ich glaube, da stand nichts drauf, kein Hersteller oder sowas. Aber ich bin in der fünften Unterstützungsstufe. Ich bremse jetzt noch mal etwas ab. Der Motor gibt seine volle Leistung frei und ich höre ihn absolut gar nicht. Gefällt mir sehr gut. Das Einzige, das ich höre, das ist das Abrollgeräusch von den Reifen. Aber das ist absolut klar. Wir haben ja hier richtig dicke Stollen dran und ja, es macht einfach nur Spaß. Ich bin auch gerade wieder froh, dass wir einen Geschwindigkeitssensor hier haben. Da kann ich wieder dieses schöne Pseudo-Pedalieren machen, damit ich ja nicht ins Schwitzen gerate. Und das Ganze funktioniert hier sehr gut. Ihr seht es jetzt hier an meiner Kadenz. Ich mache jetzt hier gar nichts. Das macht jetzt hier alles der Motor. Schön entspannt, schön chillig. Auch vom Übersetzungsverhältnis her passt es jetzt diesmal von der Kurbel hinten zur Kassette. Das war ja damals beim Wakole VT4 leider nicht ganz so der Fall. Also hier gefällt mir das deutlich besser. Ja, wie gesagt, das Display sehr gut ablesbar. Wir haben oben rechts eine, die Akkustandsanzeige in Prozent. Ja, die Reichweite würde ich persönlich, wenn ihr sehr chillig fahrt, so mit 70 bis 80 Kilometer einschätzen. Und ja, wenn ihr etwas sparsamer unterwegs sein wollt, da könnt ihr dann auch gerne einfach auf die zweite Unterstützungsstufe wechseln. Die reicht hier im Flachen schon absolut aus. Also da kann man schön mittreten, schön mitfahren. Ja, jede Unterstützungsstufe unterstützt, wie gesagt, bis 25 km/h. Finde ich sehr gut, weil wenn das so nicht wäre, dann bräuchte man meiner Meinung nach keine Unterstützungsstufen beim Geschwindigkeitssensor. Dann wäre man einfach immer in der höchsten Stufe unterwegs. Und in der höchsten Stufe könnt ihr hier bei der Gangschaltung gerne unterwegs sein. Ich bin immer hier im Flachen, im siebten Gang. Die Gangschaltung brauche ich so gut wie gar nicht. Ja, und von der Ergonomie her gefällt mir das Ganze hier auch sehr gut. Also wir haben hier einen richtig breiten Lenker, also breiter als üblich. Ja, das fühlt sich recht angenehm an, auch so ein bisschen Cruiser-mäßig, so chillig. Das Bike, das verleitet hier einem nicht zum Rasen, sondern einfach so chillig bei 20 km/h
rum zu cruisen. Also da hat man definitiv gute Laune. Und ja, die Griffe sind ganz gut. Die sind hier vor allem schön dick. Manche Fahrräder haben hier Griffe, die für meine Hände zumindest zu dünn sind. Ich habe große Hände, bin halt ein großer Mensch. Da gefallen mir hier die Griffe gut. Und auch die Bremsgriffe, die gefallen mir hier gut. Man kann die Bremse wunderbar dosieren. Wir haben hier 180er Bremsscheiben vorne und hinten. Eine hydraulische Scheibenbremsanlage. Ja, gefällt mir sehr gut. Auf der rechten Seite, wie gesagt, hier der Gasgriff bei mir deaktiviert. Seht ihr hier, funktioniert nicht. Ja, und jetzt haben wir hier so Querrillen, so Baumwurzeln und so weiter. Und da merke ich schon, dass die Reifen eine angenehme Dämpfung haben. Auch die Federgabel arbeitet vorne. Also Stöße werden hier schon gut minimiert. Gefällt mir. Und was mir besonders gut gefällt, ist einfach der Sattel. Der ist mega bequem. Richtig, ja, genau passend zum Bike, Cruiser-mäßig. Ja, ich denke mal, die ideale Körpergröße für das Bike wäre so bis 1,85 Meter. Klar kann man hier auch von der Körpergröße her mit 1,95 Meter noch fahren, seht ihr gerade. Aber wenn ihr 1,85 Meter beispielsweise seid, dann habt ihr kürzere Beine natürlich, sitzt dann etwas aufrechter. Und dadurch ist der Lenker dann auch etwas weiter oben. So richtig dann wie so ein Shopper quasi. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn man hier einfach mal den Lenker noch weiter nach oben packt und hier so mit dem Shopper durch die Gegend fährt. Hätte irgendwie auch was Cooles. Da fällt man dann richtig auf, weil so ein Fatbike, das fällt ja schon auf. Und mit so einem Shopper-Lenker erst recht. Ja, und jetzt fahren wir hier die 25 km/h. Möchte gleich bremsen, einen Bremstest machen. Das machen wir aber gleich hier nach der Kurve, wenn wir sehen, dass wir freie Fahrt haben. Jawohl, hier können wir gleich einen Bremstest machen. Also rauf auf 25 km/h und Bremstest 1, 2, 3, jetzt! Oha, oha, oha. Also Federgabel vorne extrem gut eingefedert und der Bremsweg sehr kurz, bin ich der Meinung. Wir schauen mal, 1, 2, 3, 3,5 Meter. Ja, das ist der große Vorteil von der hydraulischen Scheibenbremsanlage mit 180 mm Bremsscheiben. Ja, absolut klasse. KTET, glaube ich, der Hersteller von der Bremsanlage. Ja, keine bekannte Marke, also so sagen wir mal so, zumindest keine mir bekannte Marke. Ich kenne eigentlich nur Shimano Tektro TRP und ich glaube, das war es dann schon. Aber auf alle Fälle super Bremswirkung, 1A. Was auch 1A ist, ist, dass hier nichts klappert, hier wackelt nichts. Alles war gut eingestellt, die Bremsanlage war schon super eingestellt, da musste ich nichts nachjustieren. Auch die Schaltung hier auf der rechten Seite funktioniert wunderbar. Also da muss ich wirklich sagen, das war von Hause aus sehr gut eingestellt und das macht natürlich die Montage immer ganz leicht. Also insgesamt, ja, mein Eindruck hier recht positiv. Ja, einzig das mit dem Gasgriff, dass man den hier ja leider demontieren muss in Deutschland, ausschalten muss, ist ein bisschen schade, aber das liegt ja nicht hier am Fahrrad, sondern an Deutschland. Also da solltet ihr auf alle Fälle den Gasgriff deaktivieren. Und ja, dieses Ding hier auf der linken Seite, das mag ich einfach nicht. Das würde ich mir definitiv abmontieren, habe ich auch schon erwähnt. Klar, hier Blinker links, rechts, tolle Spielerei. Aber ganz ehrlich, ich brauche das nicht. Vor allem, wenn man dann hier nur diese Fernbedienung hätte, hier auf der linken Seite, dazu dann dieses hervorragende Display. Das wäre doch hier eine geniale Optik hier am Lenker. Das hätte mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, das kann man sich alles noch anpassen. Einfach das Ding hier abmontieren. Habe ich euch ja schon erzählt, das Ganze funktioniert. Und ja, aktueller Preis sind ja hier 1200 Euro. Da denke ich mal, es ist okay, wenn das Bike nicht absolut perfekt ist. Aber man kann es sich ja mit wenigen Handgriffen perfekt gestalten. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Weg zum zweiten Offroad-Test. Und ihr seht es hier am Tacho. Ich bin am liebsten in der zweiten Stufe unterwegs. Fahre hier so mit meinen 23,9 km/h entlang. Sehr schön entspannt. Der Motor unterstützt. Ich komme nicht ins Schwitzen heute wieder. Über 30 Grad. Also ganz ehrlich, der Spätsommer hier. Eine absolute Granate. So, und ob das Bike Offroad auch eine Hammergranate ist, das finden wir jetzt raus. Ich habe die Motorunterstützung jetzt auf die fünfte Stufe eingestellt. Jetzt brauchen wir hier ein bisschen mehr Dampf. Es geht hier auf dem Schotter entlang. Ja, und wir können hier typisch Fatbike mit 25 km/h fahren. Der Motor, der hört ungefähr bei 26 km/h auf zu unterstützen. Ist also auch noch im Toleranzbereich. Oh, jetzt haben wir ein Hindernis vorne. Zack, wir wechseln einfach auf die andere Spur. Wechseln wieder zurück auf die rechte Spur. Absolut kein Problem. Und ja, es fährt sich hier wirklich sehr angenehm. Die Federgabel macht einen guten Job. Und der Sattel, ach, der Sattel ist einfach nur herrlich. Der ist 1A. Ja, und vom Motor hört man absolut gar nichts. Auch hier nicht. Auch hier, wenn ich dann beispielsweise leicht bergauf auf Schotter beschleunigen möchte. Der Motor ist absolut nicht zu hören. Das Einzige, das man hört, ist das Abrollgeräusch von den Reifen. Boah, und jetzt ist hier gerade mal
eine ordentliche Duftmarke durch die Gegend geflogen. Hat irgendein Bauer hier sein Feld gedüngt oder so? Das roch gerade nicht feierlich. Die Luft wird nicht besser. Anscheinend stimmt das wohl. Dann wenden wir mal. Zack. Ups. Ja. Klar, das Bike hier mit seinem Gewicht hat ein paar Kilo auf den Rippen. Dafür ist die Zuladung hier recht groß. Alles schön stabil. Da könnt ihr gerne etwas schwerer sein, wenn ihr mit dem Wacole SG20 upgraded, also der neuen Version, fahrt. Ja, und dank Tiefeneinsteiger könnt ihr hier auch ganz bequem auf- und absteigen auf das Bike. Also sehr komfortabel. Und das Design gefällt mir wirklich gut, weil der Akku hier quasi im Rahmen, ja, teilintegriert ist, sage ich jetzt mal, und nicht hinter der Sattelstütze hinten ist. Das ist einfach schicker. Also optisch gefällt mir das Bike besser als das Engwe L20. Und ob das Bike auch stärker ist als das Engwe L20, das finden wir gleich auf dem Bergtest raus. Erstmal muss ich da hinfahren. Und jetzt setze ich wieder mal die Unterstützungsstufe runter. Die 2, die reicht. Schön entspanntes Cruisen. Weil wenn ich über 26 km/h fahre, dann hört der Motor auf zu unterstützen und dann wird mir doch etwas warm. Bei so viel Sonnenschein. Ach, wir können noch einen Bremstest machen. Was haben wir hier da? 21 km/h? Na gut, da war jetzt hier nicht exemplarisch. Ja, sieht man jetzt auch nicht so richtig die Spur. Ja, lasst es mal 2,5 Meter sein, 3 Meter sein. Top Bremsanlage von hier. KTET, ups, fast ins Gebüsch gefahren. Komischerweise, das wäre mir doch schon einmal passiert. Vielleicht erinnert ihr euch dran, da bin ich hier ins Gebüsch fast reingefahren. Und jetzt können wir gucken, läuft der Motor nach? Wir haben ja hier erstmal so eine Kontaktunterbrecher an den Bremsen dran. Das heißt, wenn ich hier die Bremse betätige, dann, ja, dann hört der Motor sofort auf zu unterstützen. Sehr gut für die Sicherheit. Und wenn ich hier, oh, ich muss erstmal die Stufe runtersetzen. Ich bin nur in der 2. Also der Motor hat wirklich gut Dampf. Da muss ich noch mal ein bisschen langsamer werden. Also fürs Flache schon mal sehr ausreichend. Wenn ich in der 2. Stufe bin, jetzt beschleunigt der Motor. Jetzt hört er auf. Ja, so eine halbe Sekunde läuft der Motor ungefähr nach. Das ist ziemlich gut. Da hatte ich schon deutlich schlechtere Bikes gehabt. Da passt das Ganze hier doch ganz gut. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit 19,9 km/h. Ja, mal gucken, ob das bei den 19,9 km/h bleiben wird. Wir haben hier unseren Berg voraus. Das heißt, ich stelle jetzt erstmal auf die höchste Unterstützungsstufe. Wähle jetzt hier auch den höchsten Gang aus. Aber jetzt lasse ich hier alles den Motor machen. Die Seite hier vom Hügel hat so circa 8% Steigung. Ich mache dieses klassische Pseudopedalieren. Das heißt, ich bewege die Kurbel nur so, dass der Geschwindigkeitssensor merkt, dass ich noch in die Pedale trete. Und wir sind bei 21,7 km/h. 21,8. Also lasst es mal 22 km/h sein. Den Motor hört man absolut gar nicht. Und jetzt fahren wir hier mal schneller. Oh. Nichts klappert, nichts flattert und es rollt wirklich sehr schnell hier bergab. 47,8 km/h. Also der Rollwiderstand, der scheint hier deutlich geringer zu sein als bei manch anderem Fatbike. Oftmals komme ich hier nur auf 42 km/h bergab. Ich weiß nicht, ob es am Profil liegt von den Reifen, dass die Reifen einfach, ja, einen geringen Widerstand haben oder dass die Narben hier so gut laufen. Ja, kann ich nicht genau beurteilen. Was wir aber genau beurteilen können, ist die Leistung hier auf der steilen Seite vom Hügel. Das heißt, wir sind wieder in der höchsten Unterstützungsstufe, der 5. Und ich schalte hier schon mal vorsichtshalber einen Gang runter, aber ich bin fester Überzeugung, gleich muss ich ein bisschen mit in die Pedale treten. Nee, noch schafft das. Noch schafft das. Ich glaube, das Cyrusher Rumble war hier auf der Seite so bei 16, 17 km/h zum Schluss. Wir sind jetzt hier bei 18,4. 17. 17. Immer noch 17. 16,8. 16,8. Ja, 17. Ja, lass es mal ungefähr 17 km/h sein. Also das spielt es tatsächlich doch in einer Liga mit wie das Cyrusher Rumble. Ja, ist doch ganz ordentlich. Also auf alle Fälle die 60 Newtonmeter, die Wacole hier für das Bike angibt, die würde ich hiermit auch von meinem Popometer aus bestätigen. Das ist ja alles schon sehr solide, was das Wacole SG20 hier so abliefert. Alles sehr solide. Von der Technik her funktioniert hier alles 1A. Wie gesagt, das Display 1A.
Aber wie immer, das ausführliche Fazit gibt es gleich von meiner ruhigen Stelle aus. Also bis gleich zum Fazit. Ich habe hier wieder meinen schönen Platz am Golfplatz, ja, schön im Grünen. Ja, hinter mir ist auch ein bisschen Schatten, es ist doch ordentlich warm. Und ja, mein Fazit hier zum Vakole SG20 Upgraded. In Summe durchaus positiv, das Bike gefällt mir richtig gut, vor allem von der Optik her. Aber vor allem auch, weil es so praktisch ist. Klar, wir haben hier einen Tiefeneinstieg, das heißt, wir können ganz bequem rauf aufs Bike und auch wieder runter. Und ihr könnt auch ganz große Taschen ranmachen an das Vakole. Ja, ich habe hier die große Falkenthal Falk Ocean, 28 Liter Volumen hat die. Und ich habe hier auch die ganz gewöhnlichen Taschenhaken montiert, also keine extra großen Taschenhaken. Das Ganze funktioniert hier mit dem Gepäckträger wirklich gut. Also zum einen ist der Gepäckträger hoch genug, dass die Tasche auch ja, hoch genug quasi ist vom Boden her. Das seht ihr hier, also die Bodenreichweite oder die Bodenfreiheit, die ist hier sehr gut. Und auch vom Pedal hat es geklappt. Also der Abstand hier zwischen Pedal und Tasche ist sehr groß. Da könnt ihr sehr große Füße haben. Das Ganze passt dann schon. Und ja, was hier am Gepäckträger auch praktisch ist, ist, dass hier solche Querstreben sind. Da habe ich jetzt hier die Taschenhaken genau dazwischen rangemacht und die Tasche, die sitzt hier wirklich bombenfest. Gefällt mir gut. Was mir auch gut gefällt, ist wirklich der Sattel. Sehr bequem, sehr bequem, sehr gut. Und ja, das Display sowieso. Also wirklich das beste Display, das ich je an einem ja, E-Bike hatte. Ja, und das Bike, das kostet hier 1200 Euro, ist also in der unteren Preisklasse quasi angesiedelt. Und wir haben ja auch eine Displayschutzfolie drauf, die habe ich jetzt hier auch noch dran gelassen. Ist ganz praktisch, dann kommt hier auch kein Kratzer dran. Das Einzige tatsächlich, das mich hier am Lenker sehr stört, das ist hier dieses klobige Ding. Wie gesagt, schraubt euch das Ding ab, dann habt ihr zwar keine Hupe mehr und ihr habt auch keine Blinker mehr, aber das Licht könnt ihr hier ein- und ausschalten und dann habt ihr hier eine schönere Optik. Das Ganze sieht dann doch viel schöner aus, wenn das Ding weg ist und dann die andere Fernbedienung hier nach links wandert. Und ja, den Gasgriff müsst ihr auch demontieren bzw. deaktivieren. Ich habe keinen Weg gefunden, wie man das Ganze über eine Tastenkombination macht. Ich habe hier einfach den Stecker gezogen. Das ist hier ein Hewlett 20 Stecker, glaube ich. Ich habe das Kabel hier vom Gasgriff einfach mit dem, ups, jetzt ist der Kabelbinder kaputt gegangen. Ja, wollte sagen, mit dem Kabelbinder befestigt gehabt. Ansonsten hat mich das Bike vor allem vom Design überzeugt. Also ich mag die Farbe, dieses Grau, das schimmert schön in der Sonne. Und vor allem, wir haben hier überall die schönen geschliffenen Schweißnähte. Das gefällt mir sehr gut. Die Bremsanlage, schön kräftig. Die Federgabel hat gut funktioniert. Ja, die 7-Gang-Schaltung, die braucht ihr im Flachen so gut wie gar nicht. Könnt einfach im 7. Gang fahren. Der Motor hat genug Kraft. Und ja, wir haben ja einen Geschwindigkeitssensor, keinen Drehmomentsensor, das muss man einfach wissen. Jeder hat da so seine eigene Vorliebe, was er lieber mag. Insgesamt ist das Vakole SG20 also ein sehr solides Bike. Die Probefahrt hat mir wirklich Spaß gemacht. Und wenn ihr euch auch für so ein SG20 interessiert, schaut rein in der Videobeschreibung. Da habe ich einen Rabattcode für euch, da könnt ihr ein paar Euro sparen. Und ja, wie gesagt, denkt dran, schaltet den Gasgriff ab. Der ist in Deutschland nicht erlaubt, auch wenn das Ganze sehr verlockend ist. Und ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage jetzt wie immer, ciao, ciao und bis bald. Euer E-Bike oder Fahrrad könnt ihr am besten bei helden.de versichern. Ab 77 Euro geht's los, inklusive Diebstahlschutz, Vollkasko und Pannenservice. Natürlich immer ohne Selbstbeteiligung. Mit dem Rabattcode PAUN8 könnt ihr dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr sparen. Der Rabatt gilt natürlich auch für alle anderen Versicherungen von helden.de.